Wie die Zukunft aussieht, wissen wir nicht. Die Zukunft der Heiztechnik sieht so aus. Bereit für die Zukunft. Die neuen Heizsysteme von Buderus. Ihr Fachbetrieb vor Ort. Bergisches Derby an diesem vierten Spieltag in der Rollhockey-Bundesliga. Am Samstagabend trat die IG Remscheid in der Alfred-Henkels-Halle beim RSC Kronenberg an. Die Rivalen waren beide jeweils mit 2 Siegen und einer Niederlage in die Saison gestartet. Was die IGR betrifft, so wollte man nach der Niederlage in Iserlohn am letzten Spieltag wieder zurück in die Erfolgsspur und natürlich zeigen, wer die Nummer 1 im Bergischen ist. Und die Remscheider erwischten tatsächlich den perfekten Start. Wir sind in der 9. Minute. Daniel Strieder treibt den Ball vor sich her, spielt den Querpass auf Kapitän Janik Peinke und der vollendet zum 1:0 für die IGR. Und die Blau-Weißen blieben weiter am Drücker. In der 15. Minute kann der Kronenberger Keeper einen Versuch der Remscheider nur noch vor den Schläger von Peinke abwehren, der abermals ganz cool bleibt und zum 2:0 für die IGR einnetzt. Mit diesem hochverdienten 2:0 für Remscheid ging die Partie dann auch in die Pause. Auch den Start in die zweite Hälfte hätten sich die Jungs von Marcel Wienberg nicht besser ausmalen können. Erst trifft der Youngster Joshua Dutt in der 26. Minute nach schöner Vorlage von Daniel Schrier zum 3:0, ehe Maximilian Richter nur eine Minute später den Spielstand mit diesem wunderschönen Distanzschuss auf 4:0 schraubt. Die IGR wirkte wacher und abgeklärter als die Gastgeber und deshalb ging der 4-Tore-Vorsprung nach 30 Minuten auch vollkommen in Ordnung. Noch in der 30. Minute kam allerdings auch der RSC zu seinem ersten Treffer der Partie. Der Ball kommt zu Jordi Mollet und der versenkt den Ball zum 1:4 Anschlusstreffer. Ab der 32. Minute führte die IGR ihrerseits allerdings das Schützenfest fort. Nach einem absolut perfekt getimten Pass von Strieder in den freien Raum läuft Maximilian Richter ein und schießt Remscheid mit 5:1 in Front. Einen weiteren schönen Treffer der Remscheider sahen die Zuschauer in der 37. Minute. Das ist Alexander Ober beim Penalty. Der guckt den Torwart der Kronenberger lange aus und platziert den Ball genau unter die Latte. Jetzt führte die IGR Remscheid bereits mit 6:1. Aber auch danach merkte man, die Remscheider Jungs hatten weiterhin richtig Bock auf dieses Derby. Daraus resultierend auch der Doppelschlag in der 38. Minute. Erst erzielt Strieder sein erstes Tor des Abends und stellt auf 7:1. Dann legt Selbiger zum wiederholten Mal auf und Alex Ober schnürt seinen Derby-Doppelpack. 8:1 für die Röntgenstädter. Ab der 40. Minute tat die IGR dann jedoch nur noch das Nötigste. So witterte Kronenberg noch einmal Morgenluft und konnte durch das Tor von Aaron Burkay in der 42. Minute nach Penalty und dem zweiten Treffer von Jordi Mollet in Minute 45 auf 3:8 herankommen. Aber damit nicht genug, auch die Schlussphase gehörte klar dem RSC. In der 46. Minute erzielt der Ex-Remscheider Daniel Leandro nach schönem Angriff den Treffer zum 4:8. Und in der 49. Minute trägt sich Jordi Mollet auch noch zum dritten Mal in die Torschützenliste ein und macht das 5:8. Unterm Strich trotzdem ein klarer und verdienter Derby-Sieg für die IGR Remscheid. Jetzt heißt es wieder volle Konzentration auf nächsten Samstag. Dann empfängt man zu Hause in der Halle Hackenberg um 15.30 Uhr mit dem SC Moskitos Wuppertal das Tabellenschlusslicht und will die Punkte natürlich unbedingt in Remscheid behalten.